Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von It's Let's Play. Heute werden wir mal Hogwarts Mystery zurückspielen. Also spielen meine ich. Und ja, zurückspielen habe ich gerade gesagt, weil ich es gerade eben zurückgesetzt habe. Damit wir halt alle zusammen spielen können. Und jetzt mal erstmal wähle deinen Charakter. Klar, wir nehmen jetzt erstmal eine Hexe. Und die Haarfarbe ändern die auf jeden Fall genauso wie die Hautfarbe. Weil ich hatte letztes Mal dieses, das könnt ihr ja nicht wissen, ne? Also ja, ich war so, sah so aus, weil wir werden, ich glaube, ich werde Ravenclaw, also ich glaube es, ich weiß jetzt nicht. Und wenn wir es halt nicht werden, dann werden wir wahrscheinlich Slytherin, weil entweder Slytherin oder Ravenclaw. Ja, aber die Nase jetzt, Leute, schaut euch doch mal die Nase an. Oh Gott. Ich setze das mal halt so, was, halt immer Leute so, ja, und wir nehmen jetzt, glaube ich, blaue oder grüne Augen. Auf jeden Fall ja. So gefällt es mir. So Leute, jetzt werden wir mal schauen. Also wir werden gleich wahrscheinlich, ich sag euch jetzt nicht, weil ich will euch überraschen. Und wir sind in der Winkelgasse. Also hier sehe ich Ollivander, Flowers und Bloats. Ja, mehr jetzt gerade nicht. Da ist noch Gringotts. Was war das jetzt? Man sieht hier jetzt noch mehr, nicht, wenn man hier so wischt, aber das ist ein Nibbler. Dann gehen wir mal rein. Hallo, ich bin Robin Kana. Bereitest du dich auf deine Zeit in der Hogwarts-Schulfechterei und Zauberei vor? Ja, das mache ich. Ja, aber die Winkelgasse verliert nicht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da kann ich helfen. Ich habe die Geschichte Hogwarts als Vorbereitung auf mein erstes Jahr gelesen und bin daher so etwas wie ein Hogwarts, wie eine Hogwarts-Expertin, okay? Du solltest bei Flourish und Bloats anfangen. Dort findest du alle Bücher, die du brauchst. Okay. Danke, Rowan. Dann gehen wir jetzt mal los. So, Flourish und Bloats. Okay, das ist jetzt ein bisschen lang, wie es aussieht. War das nicht im zweiten Jahr, wo dieser nervige Lockhart, also in einem Film, also halt Lockhart. Ah, die, genau, das sind jetzt, okay, Energie. Ach du meine Güte, okay. Nimm alle mit, okay. Das war jetzt schon übertrieben. Wow, ich habe alle nicht auf meiner Liste geguckt. Vielleicht kann Robin mir helfen, den Webmatch wieder anzufinden. Okay. Bücher holen. Ich sollte Bogen fangen, was ich als nächstes machen muss. Okay. Gehen wir mal hin. Also ich weiß, ich denke nicht, ob ich lieber Ravenclaw oder Slytherin nehmen soll. Weil ich meine, ich bin jetzt ehrgeizig, aber es das heißt jetzt nicht gerissen. Und ja. Und Ravenclaw passt irgendwie mehr zu mir. Aber ich finde Slytherin irgendwie anziehender halt. Danke, okay. Danke für deine Hilfe, Bogen. Cool, ich freue mich so auf Hogwarts, dass ich ganz vergessen habe, nach deinem Namen zu fragen. Oh Gott, okay. Ich finde Narcissa oder Bellatrix ganz schön. Also nehmen wir jetzt Narcissa und Zach Malfoy, also so einfach mal. Der wurde schon genommen, Junge. Ich nehme aber auch alles, was ich nehme, ne? Narcissa. Evans, 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 Evans ist gut.
Wie schreibt man Events? Event so? So, ja, ne? Dein Nachname ist Narcissa Evans. Okay. Ich heiße Narcissa Evans. Schön, dich kennenzulernen, Narcissa. Freut mich auch. Und noch viel mehr freue ich mich auf Hogwarts. Ich weiß, schau mir meine Briefe dauernd an, seit ich nicht angekommen bin. Kann ich deinen mal sehen? Okay. Hallo Narcissa Evans. Es freut mich, dir mitteilen zu dürfen, dass du auch in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angenommen wurdest. Anbei findest du eine Liste aller nötigen Bücher und Utensilien. Der Unterricht beginnt am 1. September. Wir erwarten deine neue Spiele bis zum 33. Juni. Garryl Minerva McGonagall. Okay. Hogwarts School of Witch and Witchery. Okay. Ich habe schon alle Schulsachen, aber meine Mutter hat mir etwas Geld mitgegeben, damit ich mir etwas Besonderes für die Schule kaufen kann. Ich möchte etwas, so um alle in Hogwarts sehen können, dass ich ein ernsthafter Intellektueller auf dem Weg zur Schulsprecherin bin. Oh Gott, er will schon so die Witch und Schulsprecherin werden, unsere neue Freundin, obwohl sie noch nicht mal in Hogwarts angenommen werden. Einen eleganten Stern, einen coolen, einen praktischen Pullover. Schal. Wie wär's mit einem schönen Schal? Tolle Idee, mit einem Schal sieht die dann hier aus. Wenn ich meine Kleidung besorge, solltest du dir deine Zauberstab von irgendwie dann da holen. Okay. Dann gehen wir doch mal zu Ollivander. Ich bin jetzt gespannt. Ich will jetzt meinen Zauberstab holen. Ollivanders, okay. Hallo, Mr. Ollivander. Ich brauche einen Zauberstab. Ich kann nicht glauben, dass ich richtig bei Ollivander bin. Hier bekommt jede ihren ersten Zauberstab. Jeder, meinst du, weil das hört sich komisch an. Hallo, ich bin Garrick Ollivander. Sie sind hier wegen des ersten Zauberstabs, richtig? Ich habe genau den richtigen Abflusskern aus Drachenfasern, 9 Zoll Stab. Also los, boah, wie der aussieht, ich will den nicht. Ich will den nicht. Zeit für ein paar Wirbel, okay. Das tut mir leid. Das war nicht ihre Schuld. Der Zauberstab wählt seinen Namen aus. Und dieser Stab ist eigentlich nichts für sie. Als ihr Bruder seinen ersten Zauberstab verliert, ist mein Lieblingsschild. Sie haben meinen Bruder gekannt? Ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich verkauft habe. Seiner war Armenholz, Daphne, es war sein Zinsstab. Ein hervorragender Zauberstab. Ein mir war das dann, damit sie durchgemacht wurde, als sie mit meiner Schule verließ. Angeblich ist auch ein Zauber abgenommen. Das kann ich einfach. Hat mir leid getan. Ich war entschlossen, ihn zu finden. Das sagen wir mal so. Ich möchte den Namen meiner Familie reinwaschen und mich als große Hexe beweisen. Mir imponiert ihre Leidenschaft und Entschlossenheit. Ich habe genau den Zauberstab. Oh, das sieht so aus. Zauberstab aus Weißbuchholz, Drachenherz, also kein 11 Zoll unwegsam. Mein Zauberstab ist auch aus Weiß. Zeitplan für Bier, okay. Wow. Mach mal lauter, weil ich höre gar nichts. Okay, der war gut. Nehmen wir es. Wunderbar. Ich bin gespannt, welchen Weg sie wählen werden. So nicht dem über Bruder. Hören Sie nur. Ich freue mich zu sehen, was zu sehen wird. Okay. Los. Ich warte einfach bis Kapitel 4. Oh, das sieht schön aus. Was ist heute los mit mir mit meinem Watch? Egal. Hey Narcissa, wie findest du meinen Schal? Er steht hier, du siehst wie die cleverste Erstklässlerin in Hogwarts. Das war dein Vorschlag. Ich werde ab jetzt immer bei dir nachfragen, wenn ich einen Neuer zu meinen Klamotten brauche. Warte, ist das ein Zauberstab aus Weißbuche? Ja, woher weißt du das? Die Baumstunde meiner Familie produziert Holz, Fisch, Zauberstäbe und Besen. Wenn ich zu Hause bleibe lesen, muss ich außerdem nicht draußen auf den Hof helfen. Dazu kommt, dass ich nicht wirklich einen Freund habe, okay? Wir können Freunde sein. Wir müssen nicht zu seltsam. Die meisten Leute finden mich zu seltsam. Das sagen viele Leute auch über mich. Warum sollte jemand so etwas über dich sagen? Mein Bruder war Jakob Evans. Derselbe Jakob Evans, der von Hogwarts geflogen ist, weil er auf der Suche nach den Seilkampf wurde und verließ ihn. Schule gebrochen hat. Kann ich bitte einen Leitartikel darüber an der Schule wissen, müssen alle da Bescheid.
Ich weiß, sie werden mich auch seltsam finden. Okay, dann sind wir irgendwann mal seltsam. Wie sollte ich mich verhalten, wenn dir... Wenn dir jemand wegen deines Hungers... Nee, also du sollst still bleiben. Tu bitte einfach gar nichts. Ich will nur nicht noch mehr auf mich ziehen. Das verstehe ich. Ich werde einfach so tun, als hätte mich jemand mit Creeds verzaubert. Schön, dich zu getroffen zu haben, Robin. Ich freue mich auf ein bekanntes Gesicht in der Schule und ganz besonders auf jemanden, die Hogwarts so gut kennt. Ich auch, Narcissa. Bist du Helmer in Hogwarts Interest? Okay. Kapitel 1 abgeschlossen. Seine Reise beginnt. Okay. Kapitel 2. Willkommen in Hogwarts. Seltsame und prächtige Schlange Hogwarts erwartet dich mit seinen Erkern, Türmen und schildernden Fenstern. Hoch oben auf einem Berg. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hin, ne? Oh mein Gott, das sieht so schön aus, Leute. Was ist gerade ausgegangen? Ist gerade einfach rausgekommen, mein Handy. Naja, egal. Das dauert noch lange, ich schlaf ein. Na, jetzt sind wir drin. Warum sieht Make besser mit ohne den einfach so geschickt haben will da? Das sieht so unnötig aus heute. Okay, Professor McGonagall, dann starten Sie mit der Häuserauswahl. Okay, sprechen wir gut. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin. Also Slytherin ist das wenigste. Nun ja, ich glaube, wir werden entweder Ravenclaw oder Slytherin, ne? Ich entscheiden. Willkommen in Hogwarts. Vor dem Empfangsfest werden wir alle Schüler und Schülerinnen der ersten Klasse ihre jeweiligen Häuser zuordnen. Okay. Der Empfangsfest ist daher äußerst wichtig. Solange sie hier sind, ist ihr Haus so etwas wie ihre Familie in Hogwarts. Die vier Häuser sind Gryffindor, die Tapferker, Tapfern und Ritterlichen. Hufflepuff, die gutherzigen und fleißigen. Okay. Ravenclaw, die geistreichen und weisen. Und Slytherin, die gerissenen und ehrgeizigen. Jedes Haus hat seine eigene noble Geschichte. Ist das Nymphadora Tox? Nein. Ach du heilige Güte. Das ist einfach Nymphadora Tox. Hallo. Okay. Jeder hat seine eigene noble Geschichte und hoffentlich werdet ihr jetzt. Das ist wirklich Nymphadora Tox, Leute. Das ist Ben. Das ist Rowan, das bin ich. Da ist Merula, die Kleine. Da ist Bill Weasley, ne? Da ist Penny. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und das Hufflepuff. Und Rosen. Und nun zu... Evans und Sister. Okay. Okay, wir meinen ja bei McGonagall dann. Okay. Sehr interessant. Lange her, dass ich ein solches Exemplar gesehen habe. Und auf welcher Straße hast du? Intelligent und witzig, ehrgeizig begriffen. Doch. Ja, das hoffe ich sehr. Ah, ja, ich verstehe. Du wirst eine Ravenclaw. Okay. Eine Ravenclaw. Unglaublich, ich kann es kaum glauben, dass ich in Hogwarts bin. Boah, das backt hier gerade. Ich sollte mich jetzt in der Schule halt gleich seine Ansprache. Das ist Dumbledore, falls du den Namen nicht kennst. Das ist er. Willkommen to a Notary Year at Hogwarts. Vergangenen Jahren wurde unsere Schule unsere Welt eine große Last genommen. Der Junge, der überlebte Harry Potter, ist in Sicherheit. In einigen Jahren wird der junge Altgenosse in Hogwarts zu besuchen. Aber fürs Erste seid ihr an der Reihe. Solange ihr in Hogwarts seid, erhaltet ihr Hauspunkte für euren Erfolg und bekommt Punkte abgezogen, wenn ihr Regeln verletzt. Okay. Am Ende des Jahres erhält das Haus mit den meisten Punkten den Hauspokal eine große Ehre. Ich hoffe, ihr werdet eure Häuser treu sein.
Okay. Das Fest ist zu Ende. Ravenclaws, begibt euch in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Wir sind beide in Ravenclaw. Ich will unbedingt die Masche sehen. Okay. Leute, ich glaube, das war's bis Erste. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Von meiner Seite heißt es danke fürs Dasein und auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch am besten ein Like, damit ich das sehen kann, wenn es gefallen hat. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht und 1000 Abonnenten gibt es wie immer den ersten Livestream. Und nächstes Mal in Hogwarts Mystery geht es weiter, also in wenigen Tagen, bleibt dran und dann sehen wir uns wieder. Ciao mit V!